Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem MENCON-Kongress, der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen. Und bei mir ist Angela Saloch. Sie ist Teamleiterin im operativen Controlling bei Lufthansa Airlines und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema agile Methoden in der Praxis, Scrum als Steuerungsinstrument für die tägliche Arbeit im Controlling. Darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast, Dankeschön. Angela Saloch. Danke. Frau Saloch, jetzt werden viele Sie kennen, weil Sie auch schon hier und da aufgetreten sind. Auch auf dem Internationalen Controller-Kongress haben Sie zuletzt einen Vortrag gehalten. Und noch mehr werden sagen, Mensch, Lufthansa muss man nicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so, weil Lufthansa ist nicht das, was sich viele denken. Es gibt hunderte von Tochterunternehmen. Vielleicht können Sie ein bisschen was erläutern zu Lufthansa und auch sich noch mal kurz vorstellen. Mhm. Genau. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage, Lufthansa. Also Lufthansa heißt ja auch Lufthansa-Gruppe im Prinzip, der Konzern, der unter seinem Dach die verschiedensten Business Units hat, aber auch natürlich die Airlines, angefangen von größten Airline natürlich der deutschen Lufthansa AG, aber dann halt auch die Swiss, die Austrian, die Brussels, die Air Dolomiti und jetzt natürlich unser neuestes Kind, die Eurowings Discover, gehören natürlich dazu, was man kennt als Passagier, aber natürlich dann auch Lufthansa Cargo Systems, die LSG und die ganzen weiteren kleineren Tochterunternehmen. Also das ist so dieses Konglomerat ungefähr, ja im Moment nur noch ein bisschen leider über 100.000 Mitarbeiter in der Gruppe und von einem Umsatz von ja, 36 Milliarden Euro in 2019 sind wir halt letztes Jahr auf leider nur noch 12 gefallen und ja, für dieses Jahr ist natürlich die Prognose wieder ein bisschen besser, aber leider sind wir natürlich auch einer, außer die Cargo, wo es ziemlich gut läuft, aber halt im Passagiergeschäft, was auch jeder ja persönlich ja, erlebt hat, sehr, sehr gebeutelt. Mhm. Ich bin selbst im operativen Controlling der Lufthansa AG. Das heißt, ich bin verantwortlich für Cockpit und Kabine und Technical Fleet Management. Also Sie können sich das so vorstellen, einfach so, wenn der Flieger am Gate steht, dass im Prinzip der technisch betriebsbereit ist und die richtige Crew sowohl im Cockpit als auch in der Kabine drauf ist. Also controlling-seitig bin ich dafür zuständig. Mhm. Okay, jetzt hatten Sie es gerade schon angedeutet. Natürlich, klar, Luftverkehrsgesellschaften, Fluggesellschaften sind stark gebeutelt durch die Corona-Krise. Darüber wollen wir uns heute nicht unterhalten. Aber was vielleicht interessant ist, ist, dass möglicherweise auch die Corona-Pandemie auf das operative Controlling auch Auswirkungen hatte. Gab es da Auswirkungen? Gab es da Dinge, die sich verändert haben? Sie nicken schon. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Krise, die wir so noch nie erlebt hatten und so noch nie da gewesen ist. Ich kann mich erinnern noch, ja, jetzt ist es leider schon fast 2 Jahre her, am Anfang der Krise, wo es im Controlling der Aufgabe gab, ja, rechnet mal so Szenarien, -5%, -10%, -15%. Und haben uns das angeschaut und haben gesagt, wir gucken uns mal -5 und -10 an. -15, das ist so utopisch, brauchen wir gar nicht. Mhm. Und irgendwann waren wir leider dann 2 Monate später bei, ich sage mal, nicht nur minus, sondern nur noch im einstelligen, niedrigen einstelligen Bereich, was wir quasi im Vergleich zum Vorjahr dann überhaupt operiert haben. Also unvorstellbar und hat natürlich unsere Arbeit direkt und indirekt beeinflusst. Also Thema Kurzarbeit, was natürlich jetzt ja auch kein Geheimnis ist in der Presse, auch zum Teil jetzt immer noch im Unternehmen und auch in unserem Doing. Also wir haben uns natürlich dann angeschaut, ganz stark zurückgeschrumpft auf betriebsnotwendig, aber auch dann dieses neue Denken in Szenarien, in guckt euch doch mal an und wie kann man machen und was ist tatsächlich, also die Diskussionen wurden einfach ganz, ganz andere. Mhm. War das eigentlich so die Hauptveränderung, dass Szenarien eine immer größere Rolle spielten und dann auch vielleicht der Blick in die Zukunft, die Prognose, dass das Management eben ja, da eben fokussiert hat auf dieses Thema und eben ja, sie sozusagen nur noch in Alternativen gedacht haben? Das schon, aber Blick in die Zukunft ist relativ, denn die Zukunft, wo man sonst halt in der operativen Konzernplanung in 3 Jahren und sogar mal 5 Jahren geschaut hat, war ja gar nicht mehr möglich. Also auch jetzt im Moment noch zu gucken, also wir haben natürlich, was auch dazugehört, was erforderlich ist, ein Budget fürs nächste Jahr gemacht, auch eine operative Konzernplanung, ja, aber das ist natürlich auch alles so ein bisschen
ja, Glaskugel. Wir sagen, wir brauchen halt das auch dieses Jahr ein bisschen als Parameter, aber als Steuerungsinstrument eigentlich nicht mehr, sondern nur so gucken, wie, was wäre wenn, und davon halt auch so Szenarien gerechnet. Und vielleicht bleibt das ja auch, dass gar nicht mehr der Blick in die Zukunft über die nächsten 5 oder 10 Jahre eine Rolle spielt, sondern einfach die Zyklen nach vorne zu schauen, wesentlich kürzer, viel dynamischer, oder man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen agiler werden, denn damit haben Sie sich mit agilen Methoden, haben Sie sich für Ihren Bereich ja schon sehr, sehr früh auseinandergesetzt, auch schon vor Corona, und hat das sozusagen dann in der Corona-Pandemie möglicherweise auch schon Vorteile geschaffen, dass Sie eine agile Denkweise im Unternehmen, auch im Budgetierungsprozess, darüber werden wir uns gleich noch ein bisschen austauschen, sozusagen ins Unternehmen reingebracht haben? Das auf jeden Fall, dass man halt auch mal was Neues ausprobiert, anders denkt. Aber auch dann die Art der Zusammenarbeit, das Thema Priorisierung, was halt auch bei agilen Methoden, also agile Methoden, so langlaufig so ein bisschen, ich habe ja gar kein Ziel, und wenn halt so ein Projektmanager kommt und sagt, ich arbeite agil, aber weiß weder, was brauche ich für ein Budget und was brauche ich für eine Zeit, dann kann man natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, mit 2, 3 Fragen dem vielleicht auch entlarven und sagen, arbeitet der wirklich agil oder ist das nur so vorgeschoben, weil er gar nicht weiß, was er tun will. Das ist halt nicht so, denn das Thema Priorisierung, was tun wir überhaupt, und das Thema, wie arbeiten wir zusammen und wie auch genau werden die Tasks, auch die Aufgaben beschrieben, was ist im Team, das war vorher, und das konnten wir natürlich jetzt auch in der Krise halt gut gebrauchen. Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Stichwort Agilität, das ist natürlich schon ein längeres Stichwort, aber viele haben da noch gar kein gutes Verständnis, noch kein richtiges Verständnis. Viele meinen, wir wissen gar nicht, wohin wir laufen, aber wir machen das flexibel. Was ist Ihr Verständnis von Agilität? Was sind agile Methoden und welches Ziel verfolgen Sie bei Lufthansa ganz konkret damit? Also bei agilen Methoden ist es ja im Prinzip immer so, ich habe halt diese Sprints und gucke mir immer am Ende des Sprints, das kann in der Regel zwischen 2 und 4 Wochen sein, je nachdem, wie ich mich auch so ein bisschen aufstelle. Wir haben auch verschiedene Sachen da auch probiert. Da gucke ich immer, bin ich noch auf dem richtigen Track und mache ich auch noch die richtigen Aufgaben. Und das ist im Prinzip für mich das Thema auch Agilität, was das Grobe, was hinten in einem Projekt rauskommen muss oder was ich auch sonst in meinem Team verfolge, das muss mir ja schon klar sein. Und das ist ja nicht so, also dass Agilität, das irgendwie, dass ich das da nicht mehr brauche. Und das ist auch im Prinzip das, wo es wiederum zum Controlling gut zusammenpasst, weil agile Methoden eigentlich mit dieser, ich priorisiere, ich habe Tasks, ich arbeite die ab und sehe auch, wo ich bin, und eigentlich eine relativ strenge Methode, wenn man halt da reinguckt. Man kann das natürlich für sich, und da bin ich auch völlig der Fan davon, adaptieren. Aber deswegen passt es auch gut zum Controlling. Mein Controller eigentlich auch eher so 0 und 1 orientiert ist, in Zahlen und Fakten denkt und nicht so in Wolken, sage ich es mal. Und es ist genau das Gegenteil. Sie haben es jetzt schon ziemlich deutlich gemacht. Es ist eben gar kein wolkiges Thema. Es ist auch kein wolkiger Prozess, sondern es ist eine ganz klare Methode mit ganz klaren Zielen. Und ja, natürlich möglicherweise kommt ein bisschen mehr Flexibilität rein, aber diese Flexibilität, die ist nicht negativ, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass Planungszyklen immer kürzer werden, sind vielleicht auch die Methoden dann darauf entsprechend anzupassen und nicht mehr Methoden zu wählen, die eben nach 5 oder 10 Jahren nach vorne schauen. Und Sie haben einen Prozess im Unternehmen rausgesucht, rausgearbeitet, wo Sie sozusagen ein Blaupausenprojekt, so hätte ich das jetzt fast gesagt, mal gemacht haben, nämlich den Budgetprozess, und da haben Sie die Einführung agiler Methoden im Controlling nicht nur getestet, sondern eben entsprechend auch in diesem Prozess implementiert. Warum gerade der Budgetprozess? Also da muss ich dazu sagen, das wurde für mich ausgesucht, denn wir hatten tatsächlich auch eine Management-Tagung zu agilen Methoden, Tagesworkshop, und dann dachte ich, ja, interessant, ich höre es mir mal an, aber hat ja nicht so eine, wie man landläufig denkt, so eine Relevanz. Und im Laufe des Tages wurden dann halt ein paar Projekte ausgewählt, und ganz schnell kam plötzlich der Budgetprozess auf die Agenda, weil der ja immer zu lang, zu umständlich, zu intransparent, zu viele Leute, und irgendwie jeder kann da mitreden, weil es ja jeden betrifft, und jeder hat da auch immer irgendwas zu bemängeln, und da kam der plötzlich drauf und dachte ich, ach, na super. Und dann haben wir uns da so rangetastet und haben dann gesagt, okay, wir hatten da eh schon so eine Budgetwoche geplant, mein Team war auch damals schon virtuell unterwegs, nicht nur jetzt, das hat uns natürlich dann auch in der Krise geholfen, und haben wir gesagt, wir sind eine Woche mal im Headquarter in Frankfurt alle zusammen
Und dann testen wir es mal. Also muss ich natürlich auch mein Team erst überzeugen, die auch so, ach, wieder irgendwas Neues. Sag ich, lasst uns doch einfach mal gucken. Und nach einer Woche können wir dann immer noch entscheiden, passt zum Controlling oder nicht. Und dann haben wir uns, was ich auch, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube noch nicht, jemanden gesucht, der uns geholfen hat aus dem IT-Projekt. Und habe gesagt, ich habe halt keine Zeit, irgendwie lange ein Bootcamp zu machen oder irgendwas anderes, das mehrere Tage dauert. Wir haben da zu arbeiten, 2 Stunden Einführung, und dann lass uns einfach mal das in der Praxis, also am Projekt oder am Budgetprozess gucken, und dann können wir noch sagen, mach mal weiter oder lass mal sein. Und plötzlich haben wir gemerkt, Mensch, ist doch eigentlich eine super Idee, und wir haben halt viel besser auch im Team zusammengearbeitet. Und es ist ja nicht so, dass man nicht miteinander redet, aber man redet auch viel zielgerichteter. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben sich jemanden gesucht, der Sie da ein bisschen unterstützt hat. Den wollen wir jetzt nicht namentlich nennen, aber wer, sag ich mal, sich dafür interessiert, der kann natürlich auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Aber man muss auch sagen, in diesem Bereich gibt es natürlich inzwischen einige, die sich darauf spezialisiert haben, die auch ja im Bereich Controlling, Agilität und Controlling sehr eng unterwegs sind und ja, die eben auch wissen, was Controller tun. Und ja, in diesem Bereich eben sehr, sehr wirkungsvoll dann auch agile Instrumente ja, implementieren können oder zumindest eben vorschlagen können. Wie ist das mit den Rollen im Controlling gewesen, Frau Saloch? Haben sich die auch verändert? Weil man hat natürlich klassische Rollenverteilungen im Controlling. Ist das im Budgetierungsprozess anders geworden? Haben sich Rollenbilder verändert? Im Prinzip jetzt die Rollenbilder im Team haben sich ein bisschen adaptiert, würde ich es eher sagen. Also es ist jetzt auch, Zuständigkeiten haben sich jetzt nicht geändert, sondern die waren gleich. Aber allein durch diese kleinen Stand-Ups-Meetings am Morgen, dann waren immer nicht das gesamte Team, sondern immer nur, wo ich geguckt habe, die halt fachlich auch interagieren müssen, sind halt so ein Stand-Up-Team zusammengekommen und haben sich dann halt, und das auch virtuell, und haben sich dann halt auch, aber da auch eigene Regeln gesetzt, die habe ich gar nicht vorgegeben. Oder auch in dieser Retrospektive, das ist ja auch ein Aspekt dieser Scrum-Methodik, wo das Team halt selbst immer, da habe ich zwar die Termine eingestellt, war aber außer in der Einführungswoche eigentlich nie dabei, weil das tatsächlich eine Plattform war, eine halbe Stunde für das Team, sich mal auszutauschen. Und ich habe dann vielfach gehört, es gibt ja so auch die Methodik, so less of more of und okay und stop und start. Aber habe dann natürlich viel gehört, das war natürlich auch so ein Selbstläufer, dann 20, 25 Minuten wurden sich ausgetauscht über nicht so gute Dinge und einfach mal, ich sage mal langläufig, ein bisschen Luft abgelassen. Und die Aufgabe der Retrospektive war ja immer, kommt mit einer Conclusion raus. Und das konnte sein, das Team hat sich irgendwas vorgenommen oder die kamen mit einer Bitte an mich ran oder mit einer Idee und haben gesagt, ach, können wir nicht mal das ausprobieren? Und das war eigentlich immer gut. Die haben gesagt, oh, so 20 Minuten so und dann die letzten 5 bis 10 Minuten, jetzt müssen wir aber noch mal uns mal zusammenraufen. Und das war halt auch gut. Und das war halt auch so eine Teamdynamik, die dann entstanden ist. Jetzt haben Sie schon so ein paar organisatorische Veränderungen gerade angedeutet. Gab es so eine arbeitsorganisatorische Veränderung im Budgetablauf, wo Sie sagen, Mensch, das hat wirklich etwas noch mal richtig verändert? Nicht nur ein Meeting oder eine neue Meeting-Methode, sondern wo der Ablauf sich vielleicht einfach ja, komplett verändert hat im Vergleich zur traditionellen Art und Weise, wie geplant worden ist, wie der Budgetprozess abgelaufen ist? Also ja, auch da würde ich eher wieder sagen, adaptiert, denn auch die agilen Methoden, wenn man die in Einzelteilen anschaut, sind ja keine, sag ich mal, komplett Neuerfindungen, sondern Aufgaben sauber zu beschreiben, priorisieren und so weiter. Das sind ja alles Teile, die man auch ehrlicherweise ohne agile Methoden machen kann, aber oft gar nicht so strukturiert macht. Und daher, was uns halt geholfen hat, war einfach diese Transparenz, also einfach das aufzuschreiben und sagen, wann sind welche Tasks, und damals haben wir halt den Sprint halt in dieser, wo wir es ausprobiert haben, immer so wochenweise gemacht, was ist denn halt tatsächlich erledigt worden, aber was hängt denn auch schon mehrere Wochen, also mehrere Wochen, so lange geht der Budgetprozess auch nicht, aber 2, 3 Wochen vielleicht schon in dieser mittleren Spalte im Doing und kommt nicht vorwärts. Das war plötzlich ganz transparent, wo wir gesagt haben, woran liegt es denn, was brauchen wir auch für Hilfe, was müssen wir uns von außen für Hilfe suchen oder wie können wir damit umgehen, so dieses sonst immer so unterschwellig, da bleibt was stehen und ich habe aber, mir fehlt der Blick aufs große Ganze nach hinten, passt das dann noch alles zusammen? Hat man so ein bisschen im Gefühl und auch ein bisschen im Blick, aber da war es ganz eindeutig und man konnte halt wirklich viel zielgerichteter agieren. Finde ich gut, dass Sie da so offen sind und sagen, Mensch, das war auch eine Adaption. Das war, ein Podcast-Gast hat mal gesagt, es ist Evolution und nicht Revolution. Und agile Methoden ist nicht Revolution und alles ist neu, sondern eben einige Aspekte reinbringen und dadurch sich eben optimieren und an die Situation sozusagen, die sich auch durch die neuen Umfelder, durch die dynamischen Umfelder ergeben, eben sich anpassen. Gab es eigentlich auch Widerstände gegen ein Projekt, was so im
der Überschrift Agilität im Budgetablauf heißt? Also Widerstände dann eher tatsächlich aus dem Team. Also ja. Ich habe auch ein sehr diverses Team von der Altersstruktur, von der Zusammensetzung. Und da gibt es natürlich, ich sag mal immer klassisch die jungen Dynamischen, die halt auch tatsächlich solche Ideen toll finden und da mitziehen. Aber es gibt auch die Älteren, die halt schon viele Jahre halt auch in den gewohnten Strukturen gearbeitet haben und denen das auch einfach schwerfällt. Und die gesagt haben, Mensch, ist jetzt wieder irgendwas Neues, dieses Thema Unsicherheit. Aber auch zum Beispiel dieses Thema bei den Stand-ups morgens, wo dann, also wir haben dann also immer mal regelmäßig offen drüber gesprochen, ich gesagt, Mensch, jetzt muss ich ja irgendwie um 9 oder je nachdem, wann sich das, die Teams haben sich auch selbst die Zeiten gesetzt, wann machen sie ein Stand-up, muss ich 9 oder 9.30 Uhr oder irgendwie da sein und dann habe ich plötzlich einen Arzttermin oder stehe im Stau, also so ganz praktische Sachen, die dann halt, die sich, ja, ändern mussten oder wo halt auch die Mitarbeiter gesagt haben, das war mir halt irgendwie erstmal ein bisschen unangenehm, ich musste mich dran gewöhnen. Mhm. Und ja, dann werden sie natürlich gleich fragen, was hat denn da geholfen oder so, wahrscheinlich in der nächsten Frage, genau. Im Prinzip ja das Thema immer offene Kommunikation, also tatsächlich auch da drüber sprechen und es ernst nehmen. Mhm. Und auch mal da gucken und sagen, es ist okay, oder die Stand-Up-Teams haben selber gesagt, ist okay, wenn du im Stau stehst, dann wähl dich doch morgen wieder ein. Das ist ja dadurch, dass es so kleine Frequenzen sind, auch gar nicht schlimm, ich verpasse ja keine Rieseninformationen, sondern vielleicht für den Tag und dann... Jetzt hatten Sie es angesprochen, offene Kommunikation. Jetzt schätze ich, bei Ihnen ist offene Kommunikation nicht erst ein Thema seit sozusagen agiler Methoden, sondern Sie haben wahrscheinlich auch schon vorher mit dem Team offen kommuniziert. Gab es aber so Lessons learned, wo Sie gesagt haben, Mensch, wenn man jetzt so rückblickend sich das mal anschaut, was wir getan haben, da gab es so ein paar Augenblicke, ein paar Augenöffner, wo Sie sagen, Mensch, da könnten vielleicht auch andere raus lernen, wenn man ja agil evolutionieren will, sich sozusagen. Worauf sollte man achten? Was ist wichtig neben der offenen Kommunikation? Genau. Also was aus dem Team tatsächlich auch gut war, die haben gesagt, wir haben alle gemeinsam angefangen. Also es gab jetzt keinen, der vorher schon Fachwissen dazu hatte oder gesagt, ich bin jetzt der Experte, sondern wir alle so, wir gucken mal und probieren das aus. Und dann halt auch immer das Adaptieren zulassen. Deswegen gefällt mir das eigentlich mit Evolution und nicht Revolution. Weil man nämlich sagen muss, dann die Methode einführen, aber immer wieder gucken, passt das noch oder passt das auch für uns so? Es gibt natürlich fachbuchmäßig, wie mache ich so einen Scrum-Ablauf, aber ich muss halt gucken, dass es für das Team passt und für die Umgebung, in der ich mich bewege. Und nur dann wird es auch akzeptiert. Und was bei uns halt von Anfang an, was wir halt auch angesprochen haben, so dieses Thema auch Umgang mit Zielen oder so, wo halt da vielfach dieses sofort ran, ja, jetzt habe ich irgendwie nur 2 Aufgaben oder Tasks gemacht, der andere vielleicht 5. Haben gesagt, nee, überhaupt nicht. Die 2 können ja vielleicht sogar viel wertiger gewesen sein als die 5. Also haben gesagt, 0 quasi Verbindung mit irgendwelchen Zielen oder es gibt auch diese Story Points, die halt, nicht, ob Sie das kennen, wo Aufgaben bewertet werden, haben wir von vornherein gesagt, 0 mit Zielen, sondern eher das ist einfach die Methode, die wir im Team anwenden. Mhm, wunderbar. Jetzt ist es so, Lufthansa fliegt wieder, nicht nur Lufthansa, auch andere Fluggesellschaften zum Glück. Und ja, Herausforderungen werden wahrscheinlich nicht weniger werden im Controlling. Controlling wird weiterhin eine spannende Aufgabe werden. Was sind das für Themen, was sind das für Herausforderungen, die Sie jetzt auch ganz persönlich für Ihren Bereich, für die Zukunft sehen und vielleicht auch ganz konkret, was steht 2022 bei Ihnen auf dem Zettel? Ja, wenn man das wüsste, was konkret draufsteht, also gerade in dieser, wie Sie sagten, unsicheren Welt eigentlich, wäre man schon sehr dankbar. Natürlich jetzt erstmal weiter so machen. Wir hoffen ja jetzt, manchmal auch ganz praktisch, mit der Öffnung Amerika, das gab natürlich einen Push. Asien ist halt immer noch sehr wenig. Jetzt muss man natürlich schauen mit den leider Entwicklungen, die gerade sind, wie geht es da weiter? Aber genau dieses kurzfristige Agieren, dieses Schauen und dieses Denken in Szenarien und sehr kurzfristig reagieren, das wird uns halt auf jeden Fall auch weiter beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was uns auch im Team weiter beschäftigt. Denn gerade dieses Thema rollierender Forecast haben wir immer schon wieder diskutiert, auch da vielleicht Vorreiter zu werden, aus den jährlichen Budgetprozessen mal rauszukommen und sagen, wir müssen halt immer nicht so stark 3 Jahre gucken oder ein Jahr schauen, sondern eher dieses Thema rollieren. Das ist eigentlich auch ein Thema, was
uns begeistert und interessiert. Mhm. Also wäre so ein Projekt, wenn dann, also ja, auch genau nach der Kurzarbeit, also in der Tat, wir haben ja jetzt auch immer noch ein bisschen Kurzarbeit, nicht mehr so viel, und wir sagen, das sind so Themen, wo wir halt auch einsteigen wollen und ja, und dann hoffen wir, dass wir uns auch ein Stück von dieser guten Dynamik auch bewahren können, auch dieses schnell reagieren und auch mal, ja, ich sag mal 80-20 Entscheidungen, die ja oft auch im Controlling und Accounting gefordert werden, aber wenn es dann drauf ankommt, ja dann wieder, naja, jetzt will ich es aber 100% wissen, sondern dass da die Akzeptanz weiter ist, dass wir einfach schnell unterstützend weiter agieren können. Jetzt setzen Sie sicherlich auch Software-Tools in dem Bereich an, rollierender Forecast. Würden Sie sagen, Mensch, mit den Software-Tools, die im Einsatz sind, da kommen wir klar? Oder ist das Thema, was Sie angesprochen haben, dieses Projekt, was Sie angesprochen haben, möglicherweise auch damit verbunden, dass Sie ja einen Weg in Richtung neue, ergänzende Software-Tools finden müssen? Wahrscheinlich schon. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns erst beschäftigen müssen. Also das ist jetzt so in unseren Köpfen schon, dass das halt, dass wir es machen wollen. Aber deswegen kann ich jetzt zu den Tools noch gar nichts sagen, ob wir da auch tatsächlich erstmal anfangen, ein bisschen hands-on und sagen, wir machen so ein bisschen irgendwie in Excel weiter und suchen uns dann ein Tool, was halt gut passt, und müssen das natürlich auch dann entsprechend abstimmen, auch mit dem Zentralcontrolling, wenn wir da halt auch, ja, evolutionär oder vielleicht auch mal revolutionär was in den Ring werfen wollen. Wunderbar. Ja, das war Angela Saloch, Teamleiterin im operativen Controlling bei Lufthansa Airlines. Wir haben über agile Methoden in der Praxis gesprochen im operativen Controlling bei Lufthansa. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Dankeschön. Danke.